dann gehen wir mal weiter. Perfekter Übergang von Fitness und Sport zu Fressen. Und natürlich, wen gibt es da Besseres als Evanjo? Fettsack frisst Frankfurt leer. Also wenn er jetzt bei Frankfurt ist und Huda nicht trifft, bin ich aber enttäuscht, sage ich euch ganz ehrlich. Ey, ich habe eine Frage. Ja, ja. Würdest du ihn daten? Aha. Ja, der ist frisch aus Knast. Ich würde ihn doch nicht daten, ist krank. Na und? Ich kann Deutschrapper werden. Ich will dich nicht daten. So alt, du könntest meine Mutter sein. Den Würfel? Ausnahmsweise. Yassin, ich bin deine Mutter. Ja, dann würde ich dich schon daten. Willkommen zu einem diesen Vorgag nicht verstanden. Neuen Video von eurem König der Fettsäcke. Und als König der Fettsäcke befehle ich dir, Fettsack, jetzt was zu essen. Und du darfst auch was essen. Ja, dann esse ich auch was. Okay. Was habe ich denn hier? Ich habe hier einen Osterhasen. Haben wir gerade Ostern? Ja, ne? Wir haben jetzt gerade Ostern, oder? Nächste Woche ist okay, dann esse ich einen Osterhasen. Zu früh? Ah, scheiß drauf. Wenn ich jetzt sage, jetzt ist Ostern, ist jetzt Ostern, okay? Und? Frohe Ostern. Wer hat euch erlaubt zu essen? Was soll das denn jetzt machen? Was? Entschuldigung. Hä? Ich dachte, ich soll was essen, hä? Strafe dich selber. Ah! Ah! Schweine, heute gibt's wieder Pizza, Chris. Diesmal ist es Frankfurt leer. Schnappkiste mit Käsesoße. Okay, Huda ist im Video. Das gibt von mir direkt schon Like. Frankfurt, naja, ich hatte Bock auf ein paar Spritzchen. Nee, nein, nicht nur deswegen, sondern ich habe auf YouTube auch nachgefragt, auf welche Stadt habt ihr Lust, wo ich Fettsack frisst leer mache, falls ihr gar nicht wisst, was das Format ist. Fettsack frisst leer ist ein Format von mir, wo ich so gesagt in eine Stadt gehe. Ich war zum Beispiel schon in New York, Madeira oder auch in Amsterdam. Fresse, wie ich bekannt bin als Fettsack, die Stadt leer, um die leckersten Sachen mitzunehmen und für dich zu fressen. Und diesmal ist es Frankfurt, weil die Leute auf YouTube dafür abgestimmt haben. Ich habe die Leute die Chance gegeben, hey, auf welche Stadt habt ihr Bock? Deutschland, weil gerade Reisen ein bisschen nervig ist, wegen Führerschein und bababa. Deswegen wollte ich eine Stadt in Deutschland nehmen und die Leute haben am meisten Frankfurt geschrieben. Hat mich schon gewundert, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, Frankfurt ist irgendwie schon ziemlich heiß. Ich kann mir aber gar nicht erklären, warum. Vielleicht, weil die Landschaft so schön ist. Guck mal. Ach, du Gott. Die Menschen so toll. Guck mal, die ganzen Junkies hier. Ihr könnt aber super gerne unter dieses Video, wenn ihr Bock habt, eine Stadt schreiben, wo ihr sagt, ey, warte, du Fettsack, Hinder, auffressen. Es wäre aber gut, wenn es eine Stadt in Deutschland ist, weil alles außerhalb wird noch kommen. Keine. Erkelenz. Wir haben noch Zeit. Es wird noch viel gefressen kommen. Erstmal lock ich dir ein Like aus der Tasche. Ja, schon am Anfang des Videos. Und los, lüf. 10. Okay, Moment. Los, okay, jetzt kann ich weiterreden. Okay, und dann. Oh, sind die reingeflogen? Amazon-Gutscheine? Wert von 25 Euro? Gewinne. Okay, ihr Schweine, ich wünsche dir mal ganz viel Spaß beim Ausgeben der Amazon-Gutscheine. Bestell dich ordentlich was zu essen und werde bitte ordentlich dick. Ich schicke euch jetzt weiter auf die Reise. Und schön angekommen am Frankfurter Hauptbahnhof, Leute, der sehr, sehr bekannt dafür ist. Ordentlich nach Spritzen und Pisse riecht. Das tut's auf jeden Fall. Aber wo ist denn jetzt hier die erste Straßenumfrage? Stellt euch mal vor. Ja, ne, ich bin Evanja. Und ich bin 15 Jahre alt und ich habe Schule abgebrochen. Was treibt euch nach Frankfurt? Ja, nee, ich habe gehört, die sind richtig heiße Jungs. Ich kann mich nackt ausziehen, du kannst mir auch jetzt einblasen, Alter. Bruder, ich habe schon genug Schnänze gesehen, ich muss nur noch deinen sehen. Wann ist die Hochzeit? Was für Hochzeit? Ich mag eher so, ne, wenn der Typ so in den Mund spuckt, ne, das ist zu geil. Wenn er beim nicht im Mund spuckt. Der erste Spot, zu dem ich euch entführe, ist was Persönliches. Und zwar ist es ein Dönerladen, der heißt Tonnenbull. Das soll angeblich einer der Tonbull, okay. Allerbesten Dönerläden in ganz Kurdistan sein. Laut einigen Döner-Testern wie Holle und hier und da meinten, der soll überkrass sein. Und da ich mir auch schon den einen oder anderen Döner mal in den Arsch geschoben habe, ist das für mich halt super interessant. Ist der wirklich so gut? Auf der Webseite war der super lang und groß und das Fleisch sah auch mächtig aus. Gott, ich glaube, wir testen den mal. Ich klaue jetzt ein paar Offener von Holle. Ich glaube, ist in Ordnung für dich. Ja, kein Problem. Holle, wenn du schon hier bist, würde ich dich gerne was fragen. Könnte ich dir einen lutschen? Ja, lieben gerne. Einmal alles bitte, außer Tomaten. Sieht nice aus. Das Brot gefällt mir auch irgendwie gut. Das ist der Döner, Leute. Also der ist schon wirklich sehr klein. Ich schade, dass er so klein ist. Was ein langes Ding. So ein langes Dönerbrot. Er ist klein, aber lang. Und was sagt man so schön? Lang und schmal, der Frauenqual. In meinem Leben gesehen. Mit mega viel Rucola bin ich jetzt nicht so geistkrank Fan eigentlich von. Ich kann eine Kuh bin. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, was so lange. Beißen wir uns in der Mitte erstmal durch. Er hat noch so eine geile Zitrone drüber gemacht. Schmeckt alles gut. Ach, Digga. Zitrone, Tomaten, bisschen Tomate. Digga, geh mal zur Polizei und zeig die an. Oh, sieht aber nice. Muss ich sagen, sieht nice aus. Sieht nice aus. Ich verstehe schon, warum er so gut bewertet ist. Die Soßen sind wirklich gut. Das Fleisch schmeckt auch super lecker, so richtig intensiv. Schmeckt ja gar nicht in so Streckenfleisch. Schmeckt wirklich sehr intensiv. Ist schon ein sehr geiler Döner. Jetzt nicht der beste, den ich hier gegessen habe, das muss ich wirklich sagen.
Hat man gut verspeist, aber die Mischung finde ich ein bisschen scheiße. Bin ich jetzt echt zu euch. Unten ist Fleisch, da kommt Salat und dann Soße. Ich dachte, die mischen das so geil durch, wie ich meine, weil sonst hast du so einen Schichtendöner. Das fahre ich in der Regel nicht so. Trotzdem ein Genuss, muss ich sagen. Ich hab mir gerade fast den Finger gebissen. Nicht schlimm, du bist nur viel zu fett. Der nächste Foodspot, Leute, die Stadtbücherei. Die Stadtbücherei. Ich hoffe, der nächste Laden wird uns fett machen. Und ich glaube, wahrscheinlich wird er das, weil es ist Chicken, Leute. Was war das für ein Joke? Ich habe ihn nicht verstanden. Unge, hast du früher gerne Döner gegessen? Ja, ich habe sehr gerne Döner gegessen. Ich esse immer noch gerne Döner. Man kann auch sehr gut vegan Döner essen. Ich zeige euch ganz kurz, als ich in Hamburg gewohnt habe. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich in Deutschland häufiger, aber als ich in Deutschland gewohnt habe, da war es das noch nicht so häufig. Da gab es einen veganen Döner. Und nicht so Falafel im Döner, den gibt es eigentlich überall. Den kann man auch vegan essen, Falafel im Döner. Aber in Hamburg, beim Schanzendöner, da gab es richtig einen veganen Dönerspieß, der hat sich auch so gedreht, der war aber vegan. Und da hat man richtig auch das Fleisch so abgemacht wie beim normalen Döner. Und der war wirklich sehr geil. Und zwar hieß der Schanzendöner. Und der ist auch gut bewertet, wie ihr seht, ne? Fast 1000 Bewertungen, 4,5 Sterne. Und der hat nämlich auch veganen Döner. Und da gab es zum Beispiel Wöhner als Dürüm oder Wöhner im Brot. Und das Ganze ist aus Seitan. Seitan ist so ein Getreideprotein. Und das ist so ein bisschen wie so, ja, kann man schwer beschreiben, aber es ist lecker. Es hat eine ganz nice Konsistenz im Mund. So ein bisschen wie Fleisch halt, ne? Kann man halt, und das ist halt echt geil. Kann man komplett vegan sich snacken. Und der war echt lecker. Der war echt lecker. So, ich habe mir öfters eine Dönerbox geholt. So eine Box mit Döner drin. Und die war echt geil. War echt richtig geil. Frittiert. Korean Fried Chicken. Oh Gott, Leute. Das kommt langsam nach Deutschland. Den Laden in Frankfurt gefunden. Grüner wird's nicht. Der verkauft wunderbare Spritzen und Korean Fried Chicken. Gocki, Bro. Soll ich mal die Sprache an? Das sieht so geil aus. Ich hab das Squid Game zum ersten Mal gesehen. Weißt du, der Bus ist da. Ich muss laufen. Ein Huhn mit Fett, bitte. Das ist Korean Fried Chicken, wie ihr sehen könnt. Oh, Korean Fried Chicken, nice. Ich würde so gerne mal nach Südkorea reisen. Leute, Alter, guckt euch mal. Das sieht nice aus, sieht nice aus. Die fetten Dinger an. Und das Geile ist ja, ihr wisst ja, ich bin der absolute Soßenlecker. Und er hat mir so eine richtig geile Erdnusssoße dazu bestellt. Die kann ich jetzt hier so richtig geil reintun. Oh mein Gott, oh mein Gott, Erdnusssoße ist auch so geil. Und ich bin sehr gespannt, wie es schmecken wird. Boah, ist sehr kalt. Es schmeckt halt nach Hähnchenbrust, so frittiert. Hä? Kann ich zu Hause genauso gut nach. Also ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt, wie eine andere Würzung oder so. Nicht unbedingt, schmeckt ein bisschen so wie ein klassisches Hähnchenbrüstchen. Aber die Soße ist eine spicy Erdnuss. Boah, aber die Soße, die holt wirklich gerade alles raus. Natürlich holt die Soße alles raus. Weil das Hauptding, was du da isst, ist halt Fleisch. Und Fleisch ist halt langweilig. Hättest du mal schön was mit ein bisschen mehr Zutaten gegessen, nicht einfach nur Fleisch. Wäre es auch geiler. Und was hat Evanio wieder zugegeben? Er will es nicht wahrhaben, aber er hat zugegeben, der vegane Teil des Essens war wieder sehr geil. Die spicy Erdnusssoße war sehr, sehr geil. Das Fleisch, langweilig. Ja, was soll man machen? So ist es halt. Werd einfach vegan und schon ist das Problem gelöst. Und du wirst nur noch leckeres Essen haben. Schmeckt schon lecker, so ist nicht, Leute. Aber ich muss sagen, es sieht geil aus. Also das sieht auf jeden Fall geil aus. Aber irgendwie habe ich mir Korean Chicken anders vorgestellt. Ich glaube, es ist auch nicht das originale Fried Chicken, aber es ist knusprig. Ich will jetzt niemanden beleidigen, aber da würde ich lieber echt zu KFC gehen. Autsch. Ganz ehrlich, das war... Boah, das ist hart. Das ist hart, Alter. Das ist hart. Und damit hat er schon wieder zugegeben, das Fleisch schmeckt ihm gar nicht so gut, sondern es geht bei ihm eher um die Gewürze, weil bei KFC, da ist es egal, ob du das Fleisch isst oder zum Beispiel bei KFC in Amerika gibt es ja mittlerweile auch schon dieses Beyond Meat KFC. Und da siehst du ja, Ivan hat gerade schon wieder gesagt, das Fleisch hat ihm nicht so gut geschmeckt, weil das nicht so überwürzt war, wie bei zum Beispiel bei so einem Fastfood-Laden wie bei KFC. Es war dieser natürliche Fleischgeschmack beim Chicken, fand er nicht gut. Er würde lieber so ein überwürztes, totfrittiertes Stück KFC-Fleisch nehmen. Und das könnt ihr auch in vegan nehmen, weil da sind genau die gleiche Gewürzmischung, genau gleich totfrittiert und genauso überfettet, nur halt ohne Tier. Und das Chicken, was jetzt nicht so heftig gewürzt war, hat ihm nicht gefallen. Also, Evanio checkt es noch nicht, aber er mag kein Fleisch. Das ist sein Problem. Irgendwie zwei nicht so starke Sachen und mein Magen macht mir langsam wirklich Druck. Pizza, Junge! Du musst essen! Dieser Magen ist gestört, Mann. Den sollte man wirklich nicht unterschätzen. Deswegen muss ich ihn jetzt irgendwie besänftigen. Und zwar mit einem unfassbar leckeren Nachtisch. Ja, Leute, Nachtisch kommt immer gut bei dem Fettsack an. Gehen wir jetzt zu einer Fabrik. Zu einer Keksfabrik. Der Laden heißt wirklich so. Und da gibt's lustigerweise Hausspezialitäten vegan. Oh nein. Vegane Kekse. Bin ich gespannt. Vegane Kekse. Evanio weiß schon, wo er hin will. Ey, die Kekse hatten auch so coole Namen. Eine hieß einfach Wahrheit. Sag uns die Wahrheit! Ich bin kein Model. Was? Model ist kein Model? Schaut euch mal die Süßen hier an, die ich mir mitgenommen habe, Leute.
Der ist so saftig und das schmeckt so ein bisschen brownie-mäßig. Junge, der war auch ein bisschen so irgendwie Salz drauf und das hat perfekt abgerundet. Oh. Der hier. Vegan ist nur Müll. Ja, und das ist ja das Gute. Wir sind Müllverwerter. Für die Umwelt. Hieß Sehnsucht. Weil ich habe Sehnsucht danach, dass du mir mal auf Instagram folgst für tägliche Stories, wunderschöne Bilder und dreizügigen Content. Mhm. Guck mal, wie die Sehnsucht schmeckt. Die Sehnsucht. Oh, das weiße Schokolade, so leicht zitronig. Und der hier, Cashewkern, hört sich erstmal billig an. Absolut mit Zitrone abgerundet. Oh, da riecht nach einem absoluten Zitronenkorn. Und ihr wisst ja, mein Lieblingskuchen ist Zitrone. Wenn ich jetzt, dann wisst ihr es jetzt. Oh, das ist so ein Subway-Cookie, nur größer und in Zitronengeschmack. Die sind wirklich endlich mal richtig geil, ey. Oh. So lecker, ne? Ich habe gerade ein paar Kinder beobachtet. Ich weiß, das kommt jetzt super falsch rüber, so meine ich das aber nicht. So, mein Mann, die Ereignisse überschlagen sich. Aber die hatten was ganz Spezielles, irgendwie so eine Art, würde ich sagen, so ein Spieß. Und dann waren da so Chips aufgespießt, aber so frittiert. Das sah ganz weird aus. Dann habe ich dann mal gefragt, was das ist. Und die meinten, das gibt's da vorne. Das soll angeblich Tornado heißen. Wie ironisch. Ja, ich muss jetzt leider Ron anblenden. Hallöchen. Danke, Ron. Ein Kartoffeltornado, bitte. Der Tornado! Den kannte er noch nicht? Den gibt's auch überall in Deutschland. Leute, guckt euch mal an, wie cool das hier einfach aussieht, Alter. Das habe ich mal auf lustigerweise gesehen. Jetzt geht's angeblich in Südkorea. Aber jetzt hier auch in Frankfurt. Was ist das Ganze? Ganz genau, das ist einfach Kartoffeln, aber so durchgezogen. Das heißt einfach Kartoffeltornado. Wie cool ist das denn bitte, Digga? Mal gucken, wie der schmecken wird. Knackig auf jeden Fall. Ein brutal starkes Gewürz. Boah, wie alles runterfällt, um Gottes Willen. Ein bisschen schwer zu essen, weil alles hinfällt. Die Würzung ist ein bisschen scheiße, ich esse bei euch. So stark gewürzt mit Paprika, dass es schon ein bisschen zu salzig ist. Aber an sich eine super geile Idee, Alter, so eine Kartoffel zu verwerten. Es ist eine super geile Idee, eine Kartoffel in Scheiben zu schneiden und zu braten oder zu frittieren. Wow, das habe ich ja noch nie erlebt. Digga, krass, mega Idee, Alter. Hä? Wow. Wow. Eine Kartoffel, überleg mal, eine Kartoffel. Habe ich ja noch nie gesehen. Oh, Leute. Also, als ich in Deutschland gewohnt habe, und das ist schon einige Jahre her, da gab es das auf jeder Kirmes, auf jedem Jahrmarkt, Weihnachtsmärkten, überall immer. Also, es ist absolut nichts Neues, in my opinion, aber okay. Der Innenstadt von Frankfurt. Hoffentlich fragt mich jemand nach meiner Meinung über Ausländer. Was haltet ihr von uns Ausländern in Deutschland? Naja, er hilft den Leuten und er fliegt. Was ich euch immer versprechen werde, Leute, dafür, dass ihr die Videos immer so schön anglubst, liked und sogar küsst, werdet ihr immer einen Platz in meinem Herzen haben. Was haltet ihr von Ausländern in Deutschland? Ich bin in Portugal, was halten die Portugiesen von Ausländern in Portugal, müsste ich fragen. Einige von euch können auch gerne meinen Arsch wohnen. Allerdings gehen wir jetzt zu einem Restaurant, das heißt wirklich Platz im Herzen. Also ich war schon, das heißt wirklich so. Das Restaurant hat nicht so eine geisteskrank gute Bewertung. Die Sachen, die ich da gesehen habe, was für eine Show die machen ums Essen drumherum. Das sah geisteskrank aus. Und diese Show, die will ich mir nicht entgehen lassen. Ihr dicken Schweine, man kriegt hier einfach so ein iPad in die Hand gedrückt. Das kann natürlich klauen. Außerdem kannst du auch hier einfach rumgucken, was du haben möchtest. Also Drinks, irgendwo so Food hier verstehen. Ihr wisst, meine Begehrde, immer ein leckerer Pfannenstiel. Goldener Baklava. Goldenen Burger. Mhm. Sie machen so Eventküche. Goldenen Burger. Ich bin gespannt, was Gold irgendwas ausmacht. Okay, das Gold macht gar nichts aus, aber zumal Gold schmeckt auch nicht. Beine, ich habe einen goldenen Bart. Flex. Leute, ich bin immer super ehrlich zu euch. Ich werde euch nichts verheimlichen und sage immer meine ehrliche Meinung. Falls ihr mal ein Beispiel braucht für einen Laden, der mehr Schein als Sein ist, dann ist es wirklich der. Die Show war geil, die Mitarbeiter waren korrekt. Obwohl der Besitzer am Ende jetzt erzählen wollte, dass ich mit Jogginghose nicht rein darf. Alter, Brudi, komm mal ganz runter. Also, das war jetzt wirklich nicht lecker. Es war ein bisschen Gold drauf, aber trotzdem wäre der Burger jetzt nicht krass oder so. Da werde ich trotzdem... Oh, roasted. Oh! Meine beste Jogginghose trotzdem anbehalten. Und den goldenen Baklava habe ich nie gesehen, leider, weil der nie gebracht worden ist. Trotzdem am Ende haben sie auf die Rechnung geschrieben und wollten, dass ich den Baklava noch zahle, obwohl ich den nie gesehen habe. Schade. War jetzt nicht so eine leckere Erfahrung. Aber sah cool aus, ne? Von der Show. Da investiere ich doch mein Geld viel lieber in ein paar Küsse. Und da ich jetzt in Frankfurt bin und auch schon so gehört habe, wie Leute auf der Straße sprechen, dann muss ich wirklich sagen, du hörst wirklich dieses so, ey Bruder und ey Malla, Bruder, what are you? Ding, wer bist du überhaupt, Alter? Ich könnte dein Vater sein. Du hörst halt wirklich, ne? Also Leute. Könnte dein Vater sein. Leute reden teilweise wirklich so. Klar, in Hamburg auch, so ist nicht. Das redet überall so ein bisschen so. Aber irgendwie kommt mir in Frankfurt doch noch ein bisschen extremer vor. Deswegen wollte ich eigentlich jetzt sowas sagen, wie, ja, ich glaube, diese Straßen und Franken sind fake und so. Aber ich glaube, es gibt wirklich teilweise diese Leute, die sagen so, ey Bruder, ja Bruder, willst du mich nackt sehen? Und diese Blasen, so eine Scheiße. Also die reden halt teilweise, glaube ich, echt ernsthaft so. Der Schmuck, Alter. Und denken also, ja, im Interview kriege ich jetzt kurz mein Fame und hier und da. Oder glaubt ihr, das ist wirklich alles abgesprochen, alles fake? Nee, ich glaube schon, dass in Frankfurt die Subkultur, so die Jugendkultur schon eben in diese
Richtung geht, so. Aber in Hamburg ist auch nicht gerade besser. Da reden die Jugendlichen alle so, Digga, 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 Digga. Also es ist, glaube ich, in jeder Stadt gibt es immer positive und negative Beispiele von der Jugend. Und es gibt überall auch ungebildete Menschen. Und natürlich nimmt man sich für die Straßenumfragen am liebsten die Leute raus, die halt die dümmsten Antworten geben. Ist ja klar. Irgendwie so zwiegespalten. Irgendwie jetzt, wo ich in Frankfurt bin, kann ich es mir wirklich schon vorstellen. Aber gleichzeitig war ich zum Beispiel mal ein Video auch auf den Straßen, wisst ihr? Da habe ich Leute gefragt, ey, wollt ihr das und das probieren? Und ich habe wirklich in 2 Stunden irgendwie nur geschafft. Und in München sagt ihr, oida, oida, oida. 2 Leute oder so ranzuholen. Das war übel der Abfuck. Da kann auch sein, dass die Boys, die auf den Straßen unterwegs sind, auch irgendwie für 5 Tage drehen, kommt aber halt nicht so rüber. Ja, so rüber, als ob sie immer genau die Person finden, die sie auf... Meine Freundin... Ah, nee, sag ich nicht. Finden wollen. Ich bin älter wie du. Die Skyline lächelt mich hier schon an, ihr Schweine. Alter, ich freue mich drauf, das abends anzugucken, weil da ist es, glaube ich, nochmal richtig schön. Von daher, hier habt ihr die Aussicht. Frankfurt hat dieser Skyline so echte New York-Vibes. Ich war ja wirklich mal New York. New York auf Wish bestellt. Oh mein Gott, das ist wirklich das Unangenehmste, was ich in diesem ganzen Video gehört habe. Frankfurt hat New York-Vibes. Eieiei, da muss ich los. Da muss ich los, Alter. Nichts gegen Frankfurt. Ich war schon öfters in Frankfurt, aber New York-Vibes, also das ist eine ganz andere Nummer. Das war wirklich eine der schönsten Sachen, die ich je gesehen habe, was Städte angeht. Hier ausgesehen sieht Frankfurt halt echt... Da muss der Würfel wirklich weg. Ja, habt ihr recht. Der Würfel muss weg. Wer sowas sagt... Wahnsinnig geil aus, Mann. Und zu diesem Skyline-Date habe ich natürlich was Wunderbares zu essen mitgebracht für euch. Tut mir leid, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe sowas in der Art noch nie gemacht. Einen wunderbaren Big Mac. Ich freue mich, wie es weitergeht. Es wird Zeit, euch weiter zu verführen. Und zwar, Leute, ihr lebt Frühstück. Wirklich. Ich empfehle es euch immer wieder. Isst ein leckeres Frühstück. Frühstück ist die beste Mahlzeit am Tag. Deswegen gönnen wir uns jetzt ein Ab. Manhattan, was ist los? Stark. Nicht schlecht. Manhattan ist nicht schlecht. Habe ich noch nie gehört? Finde ich aber gut. Manhattan und California. Absolut bombastisches Frühstück. Ihr Schweine, hier muss man sogar anstehen, um hier zu frühstücken zu dürfen. Du kommst hier nicht rein. Spiegeleier nackt. Ich habe jetzt erstmal eine Latte. Meine Pfannkuchen sind da, Leute. Meine Krebs kann man auch sagen. Einmal. Sieht nicht schlecht aus. Apfelmus. Mhm. Ich traue mir. Und Nutella. Das Hochzählen ist schon schwer. Mhm, geil, gefüllt mit Bananen. Mhm, das ist ein Monsterteil. Mhm. Ein wunderbaren Frühstück im Bauch. Bin ich jetzt bereit für die Schüssel? Weil ich... Alter, gefährlich, gefährlich hier, weil ich habe jetzt zum Glück noch was für euch. So was richtig Fettiges. Oh, das brauche ich jetzt. Und so ein Laden heißt 3 Streifen. Da kriegst du 3 Klatschen. Wow, die haben ja ein paar Zwiebeln. Na, was habe ich denn hier für euch? Bei 3 Streifen gibt es verschiedene Sandwiches in so einer übelst fettigen Form. Alter Junge, da haben die wirklich nicht gespart. Das ist sieht nicht schlecht aus. Brutal viel Käse. Chicken Sandwich, karamellisierten Zwiebeln, Käse. Oh. Sieht geil aus, das Brot sieht auch geil aus. Mashallah. Oh, Zwiebeln sind wieder Hammer. Das Brot ist sehr, sehr weich. Ich glaube, Knusprig wäre geiler. Mit Käse ist auch gut. Und ich habe noch was für euch. Käsesoße und Onion Rings. Oh. Ach Junge, du frisst wie ein Schwein, du ekelhaftes Schwein. Alter, fühl ich mich fett, Mann. Nimm ab. Echt immer wieder komisch. Mein Block werden Paras geschoben. Hat einfach so unfassbar riesige Wohnhäusern vorbeizugehen, weil ich daran gar nicht gewöhnt bin. Das ist aber nicht mein erstes Mal in Frankfurt. Ich war schon mal in Frankfurt, schon 1-2 Mal oder so. Und einmal war ich sogar bei Marius, der wohnt halt in der Nähe von Frankfurt. Und das um 5 Uhr morgens, Leute. Ihr wollt nicht wissen, was um 5 Uhr morgens da für Gestalt aus dem Gulli kriechen. Den habe ich mehr als 3 Tage auf Kleingeldentzug gehalten. Kleingeld! Sorry, ich habe kein Kleingeld. Achtung! Ich habe da noch einen ganz dicken Geheimtipp eigentlich für euch. Da waren halt schon 1-2 Leute, wisst ihr, deswegen ist es jetzt auch nicht mehr so geheim. Und es ist ein Burgerladen. Es soll der beste Burger in ganz Frankfurt sein. Es soll ein Genuss sein, der deinen fetten Arsch sogar auferstehen lässt. Es soll ein grandioser Burger sein. Und ja gut, Leute, dann müssen wir ihn mitnehmen, Alter. Und es ist so eine Fressmeile hier in Frankfurt. Die kann man einfach überfressen, dass der Burger so schmeckt ist, geht die Leute... Ist es die Zeil? Stehen an für Meckes, Alter. Aber wie heißt? Die stehen an für Meckes, obwohl da angeblich der beste Burger Frankfurts ist. Dieses unwissende Volk. Urban Ranch, okay. Kannst du den Burger ohne Tomaten machen, wenn es geht? Yeah. Willst du aber in der Skyline-Garten? Da sind so viele Treppen, Mann. Warte. Die Skyline-Plaza, okay. Zeit, 40 Minuten, Leute. Oh. Junge, wenn dieser Burger nicht wirklich absolut wie von SpongeBobs Hand gemacht schmeckt, dann haben sie 40 Minuten nicht gelohnt. Ich warte jetzt schon 40 Minuten lang. Was mache ich jetzt 40 Minuten lang? Ich könnte ja Liegestütz machen. Mal so viele Wiederholungen wie möglich zu machen. Oder gar nichts. Wir können doch hier nicht rumsitzen und gar nichts tun. Und hier ist er, Leute. Er heißt Thanos. Mal gucken, ob er wirklich auch dem Namen gerecht wird. Alter Schwede, der sieht wirklich... Boah, sieht wirklich gut aus.
Der sieht richtig geil aus, der Burger. Super saftig aus. Oh Gott, und noch so extra Sauce. Geil, auch wie das Brot so angeröstet ist. Okay, der fühlt sich wirklich mächtig lecker an. Ich habe schon wirklich so gute Burger im Mund gehabt. Mal gucken, ob er mithalten kann, aber... Oh, schon mal ein wahnsinnig geiler Geruch, Alter. Wow. Ich bin so einer, ich will nach dem ersten Biss eigentlich nichts sagen immer. Oh, scheiße, Mutter ist da gut. Sieht auch geil aus. Sieht auch geil aus. Was war das für eine zarte Kuh? Alter, heilige Geilen. Was war das für eine zarte Kuh? Oh, nee. Macht doch nicht alles kaputt, bitte. Leckeren karamellisierten Zwiebeln. Dieses Fleisch schmeckt einfach nur so perfekt saftig. Es ist so leicht schwarz und krebsig, was ich so richtig liebe. Und dann diese herrlichen Soßen. Hat er gerade gesagt, schwarz und krebserregend, so wie er es liebt? Dem Jungen kann ich nicht mehr helfen. Ich habe eben gedacht, der wäre schon auf der veganen Seite angekommen, aber nein. Dieser Brockenkäse, Alter. Das für ein Ding. Oh, Alter, der ist unfassbar krass. Der ist wirklich richtig krass. Und ich bin schon brutal voll von krebsig. Das Essen heute, ne? Gott, der Ball hat mich so weg, dass ich ihn wirklich entspannt aufessen würde, Alter. Gott, dieser Burger. Ich träume wirklich. Jetzt gibt's hier noch Soßen. Honig-Senf plus Pommes. Nein, trink doch die Soße nicht. Mann, warum machst du das immer? Wieso nimmst du die Pommes nicht und tunkst die in die scheiß Soße rein? Was ist das für ein Verhalten? Das ist nicht korrekt, was du hier tust. Warum? Warum? Mach mich nicht wahnsinnig, Junge. Steck die scheiß Pommes da rein und halt... Ich krieg durch. Wer säuft denn die scheiß Soße? Wer säuft denn die Soße? Boah, wo ist der Boden? Mann, das ist ein kleiner Mann. Wisst ihr was eigentlich? Boah, ich kann nicht mehr. Ich kann den Jungen nicht mehr ertragen. Deutscher Nachtisch ist Gupfelhof. Wie bitte? Ja, Gupfelhof. Ich zeig mal, was das ist. Hier gibt es einfach Helium-Ballongas. Ja, guck mal, wie glücklich er ist. Haha, ich hab einen Ballon. Und das hier ist ein Gupfelhof, Leute. Weiterbildung mit dem Schwein. Einfach so ein kleines Kuchlein mit Schokolade oben drauf. Mit einem Tee, wäre es nicht schlecht. Du bist echt trocken. Von ganzen Laden davon, das wusste ich noch gar nicht. Ach Leute, ich wollte noch sagen, Abo-Treff hier in Frankfurt beim gelben Ballon. Hey, nee, ich hab einen Freund, ich hab keine Zeit. Ey, wir brauchen Zufenster. Ein paar Sekunden später. Ich hab vorher keine Zeit. Sekunden später und ich schwöre, ich hab außerdem die Schnur abgemacht und der Ballon hängt jetzt da oben und ich kann nicht mehr hoch. Kann ich auch echt sagen, ich bin wirklich überrascht von Frankfurt. Hat natürlich die Vorurteile und denkt dann so, ey, hier wird überall gespritzt und bla. Aber muss halt wirklich mal sagen, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen asozial anhört. Das ist halt wirklich nur in diesem einen Bahnhofsviertel so. Dieser Bahnhof ist super crackig und super pissig. Da gehst du hin, pissst du kurz in die Ecke und dann gehst du wieder weg. Wie jede andere Großstadt. Jetzt nicht geistkrank was Besonderes, aber hat natürlich auch hier und da seine Besonderheit. Ist halt wirklich krass. Also irgendwie hatte ich am Anfang so übel die Vorurteile. Jetzt geht's aber. Ich muss sagen, Frankfurt! Ja, nun mal. Da, Leute, wir stalken da. Ja, nun mal. Die schön rein, seht ihr, da sind diesen Laden da. Das ist der Nudelmaker. Dieser Laden macht einfach erst um 17.30 Uhr. Auf und ich bin schon 7 Minuten zu früh da, wie ein absoluter Stalker. Noch stehen sogar Leute schon Schlange, weil der Laden soll wirklich krass sein. Absolut selbstgemachte Nudeln auf asiatische Superweise. Überheftige Ramen. Oh, das wird das Video noch richtig zuckerhaft machen. Könnt ihr eure Nudeln aussuchen? Am dünnsten? Wie man schmeißt? Ich will natürlich die Ramen haben. Das ist hier auf, auf Madeira hier, gibt's auch einen Nudelladen, der heißt Nudelking. Da gibt's auch Bubble Tea und so. Und tagsüber servieren die so Reisgerichte und Ramen gibt es erst ab 18 Uhr. Also ist da auch so. Vielleicht ist es halt was, vielleicht hat es was mit der Kultur zu tun, dass man Ramen erst eher abends isst. Oh, das riecht wirklich wunderbar. Da steht ein Kunstversagt gerade. Glitschig, Alter. Boah, geil sieht das aus. Mit dieser Porzellanschüssel und so, geil. Mit der Hand nicht essen, wie ein Bastard jetzt und so, nehme ich hier raus. Komm, das zum Asiaten der Gabel. Die Nudeln sind verdammte Scheiße geil. Ey, die Brühe, ne, ist... Laden heißt nicht umsonst Nudeln, Alter. Die Nudeln sind Bombe. Ey, Nudelmaker, der hat wirklich meine... Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Nudelgeschwung, Leute. Oh Gott, war der geil. Das war wirklich ein unfassbar leckeres Essen. Warte, ich hab noch was für dich. Ich hab wirklich noch was für dich. Och, nein. Super... Die Super Bros habe ich schon mal davon gehört. Nutella-Pizza. Nein, nein. Oh, mit so Pistazien drüber. Nein. Guckt euch die an. Ich habe Nutella-Pizza noch hier. Mit Pistazien-Haselnüssen drauf. Sieht die geil aus. Leute, der Laden war so asozial voll, Digga. Aber die Pizza sieht so asozial geil aus. Oh. Boah, verflossene Nutella mit so asozial geilen Pizzarand. Das ist super. Aber ich brauche das ganz dringend. Ein Glas. Kaltes Glas nicht. Oh, Junge. Oh.
ist das schon super fluffige Pizzateig. Ultra gut Nutella, das passt so gut zusammen. Auch man denkt, das passt nicht. Boah, ein Traum. Junge, dieses Video ist so lecker. Ja. Und ich weiß, Leute, ja. Würde ihr auch gern weiter verführen. Aber es wird Zeit, Leute. Es wird Zeit, dass ihr euch mal verpisst. Deswegen sagt super gern Like da. Bis auf, dass wir wieder die Soße geschlürft hat, war es ein gutes Video.